Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris, wo wir versuchen, mit einer Menschheit auf einem Planeten, der in einigen Dekaden explodieren wird, irgendwie zu überleben. Achso, ja. Wir haben momentan so ein bisschen kleines wirtschaftliches Problem. Wir sind dabei, eine Ozeanwelt zu kolonisieren, die natürlich schön ist, und die Gouverneurin Josephine Nicholas ist dafür bekannt, dass sie mit all seiner Faust regiert, was uns nur hilft, wenn wir Sklaven haben. Wir haben keine Sklaven, wir wollen das auch gar nicht einführen. Wir wollen einen Rest unserer Menschlichkeit noch behalten, auch wenn wir momentan ein eher autoritäres Wirtschaftssystem haben. Ach so, sie ist Gouverneurin in dem ganzen Erdsektor hier. Sie ist. Vielleicht sollten wir da jemand anders, der uns einen besseren Vorteil bringt. Weil hier dieses Bewohnerressourcenproduktion Sklaven ist irgendwie nicht so nützlich. Mal gucken, ob wir jemanden haben, der nützlicher ist. Da haben wir noch so einen. Da haben wir jemanden, der ein Cebo Madaki ist sehr gut bei der Verwaltung, und Ethel Funk. Okay, es klingt nach deutschen Wurzeln. 10% Nahrungsproduktion, nehmen wir doch die. Ethel Funk. Okay, damit sollten wir vielleicht ein bisschen die Nahrungsproduktion angekurbelt haben. Wir brauchen dringend Energiecredits, müssen hergestellt werden, und wir bauen einen Bergbaudistrikt und ein Holotheater. Okay. Können wir hier bei den Merkmalen irgendwelche Teilblocke entfernen? Nee, können wir noch nicht. Okay. Haben wir in der. So das. Haben wir in der Hauptstadt allerdings schon gemacht. Also auf dem Planeten Erde. Was vielleicht ein bisschen Verschwendung war. Weil da ist ja eh bald jeder tot. Können wir sonst noch irgendwas ändern hier? Können wir hier bei der Bevölkerung... wir können noch welche auf Techniker setzen. Wie sieht's aus? Na gut, bringt was. Und dann können wir hier vielleicht noch einen Distrikt bauen, wenn wir dann das nötige Kleingeld dazu haben. Okay, hier haben wir dieses riesige Loch, oder? Ja, ein Loch im Boden. Und das wird gerade erforscht. Hier haben wir keine Befehle, das heißt, hier bauen wir mal Bergbaustationen. Und hier bauen wir auch Bergbaustationen. Und dann könnten wir ja hier ins JBEM-System hin ausbreiten, dann hätten wir nämlich die Enklave mit den Künstlern, hätten wir dann in unserem Einflussgebiet. Das wäre gar nicht schlecht. Bauen wir hier noch ein... Wir brauchen hier eigentlich kein Gebäude bauen, weil wir haben noch 6 verfügbare Jobs und wir möchten ja sowieso umsiedeln. Hier haben wir 2 verfügbare Jobs. Was für verfügbare Jobs haben wir? Einen Büroangestellten und einen Farmer. Ein Büroangestellter und ein Farmer. Landwirt, zack. Und Büroangestellter, zack, siehste. Haben wir gleich auf Terra Nova alle Jobs wieder belegt. So. Oh, Erstkontakt, Beta-Aliens. Stopp, stopp, stopp. Als unbekannten Gründen wurde Genus Quenus V, also Quenus 5, von einem undurchdringlichen Schild eingeschlossen, und dieses Schild ist dabei zu brechen. Erforschen wir mal. Als wir begannen, immer mehr visuelle Bilder, ganz im Gegenteil zu den nicht visuellen Bildern, also zum Beispiel Töne, die bekannt sind als
Audio-Bilder, keine Ahnung, der von uns Beta-Aliens genannten Fremden zu empfangen, war unvermeidlich, dass dies schließlich an die breitere Öffentlichkeit durchsickern würde. Ihr Auftauchen hat sich positiv auf die terranische Bevölkerung ausgewirkt, die nun ungeduldig darauf wartet, diese Fremden näher kennenzulernen. Und das werden wir auch tun. Okay. Die Isolationistischen. Gut, war es das? Oh Mann. Wir brauchen mehr Güter, aber dafür können wir ein paar von den Alloys verkaufen. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus. Okay. Okay. So, was ist das hier? Das sind die Beta-Aliens. Okay. Ja. Die kommen hier unten irgendwo her, hoffe ich mal. Ja. Ja. Oh wow, Erstkontakt ausstehend. Etwas in einer der Erstkontaktuntersuchungen geschehen, die. Etwas ist in einer, die wir jetzt. Oh. Das Ende steht unmittelbar bevor. Eine ständige Finsternis herrscht mittlerweile auf der Oberfläche von Erde, während sich der Planet Stück für Stück auflöst. Mit jedem Tag nehmen die Erdbeben an Stärke zu und die Aschewolken werden dichter. Mehrere Städte in den am schlimmsten betroffenen Regionen teilen bereits pyroklastischen. Vielen bereits die pyroklastischen Stürmen und Flüssen aus geschmolzener Lager zum Opfer. Scheinbar endlose Karawanen von Flüchtlingen bahnen sich langsam den Weg durch die unablässigen Aschestürme, um sichere Gebiete zu erreichen, in denen die Annehmlichkeit der Zivilisation noch zu finden ist. Der Planet wird das Leben nicht mehr lange unterstützen, um Gottes Willen. Quenus 5 ist dabei zu verbrennen. Der Planet ist von einem Schild umgeben, das die Strahlung von Quenus einfängt und die Oberfläche auf unbewohnbare Temperaturen erhitzt. In dieser sengenden Hitze lebt eine noch entwickelte Zivilisation winziger Reptilien. Ein Ereignis von großem Ausmaß scheint sich schon bald zu ereignen. Gerade als die Spannung ihren Höhepunkt erreicht, stoppt die Zeit ohne Vorwarnung, dehnt sich und verformt sich, bis die Reptilien wieder an den Punkt angelangt sind, an dem sie angefangen haben. Sie scheinen sich in einer Zeitschleife. So ein Züge, also warte mal. Repariert den Schild. Unterbrecht ihr, sie müssen selbst ihr Schicksal entscheiden. Repariert den Schild. Buh, 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 buh. So, stopp, 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 stopp. Du sollst erstmal hier den Schild reparieren. So. Mal gespannt, ob hier was rauskommt. So. Wir haben das rissige Schild um Quenus 5 herum nach besten Kräften verstärkt, ohne die Bewohner der Welt auf uns aufmerksam zu machen. Genauere Untersuchungen der Atmosphäre sagen voraus, dass die winzigen Echsen innerhalb eines Jahrhunderts ein hitziges Ende finden werden. Der Planet bietet eine einzigartige Gelegenheit zur Forschung, aber wenn wir die Echsen in der Zeitschleife untersuchen wollen, in der sie gefangen sind, wäre es ratsam, schon bald damit zu beginnen. Hervorragend. Okay. Yes. Okay. Okay. Das ist eine wunderbare Industriewelt hier. Bauen. Wie viel brauchen wir hier? Wir brauchen jede Menge Mineralien noch. So, nochmal 1000. Dann haben wir hier Holotheater. So. Stadtdistrikt. Okay. Haben wir hier noch Jobs? Nee, haben wir nicht. Okay. Was ist hier los? Unsere Bemühungen, die Signale zu entziffern, die von der fremden Spezies mit der Bezeichnung Beta-Aliens empfangen hatten, haben sich ausgezahlt. Wir haben endlich einen Durchbruch erzielt. Auch wenn wir ihre Sprache noch nicht vollständig beherrschen, ist es uns zumindest gelungen, erfolgreich diplomatische Kanäle zu der Zivilisation zu eröffnen, von der wir heute wissen, dass sie sich selbst als M'Tok Serene Mandate bezeichnen auf dem Bildschirm. Wir sind M'Tok
Serene Mandate, eine friedliche Nation unter gerechter Führung unseres geliebten Friedenshüters Ekekt Ordektert. Ich weiß nicht, zu welchen Barbareien eure bizarre Spezies fähig ist, aber wir hoffen, dass zukünftige Missstände durch Dialog beigelegt werden können, anstatt durch Waffeneinsatz. Wir verabscheuen eure frivolen Sitten. Respektiert unsere Autorität, sonst setzt es was. Wir können sehr profitieren, bladibla. So. Die Nachricht, dass wir zum ersten Mal auf intelligentes Alienleben getroffen sind, wurde von unserer Bevölkerung mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Dies bestätigt, was wir lange vermutet hatten. Wir sind nicht allein in dieser Galaxie. Jede neue Alienspezies, auf die wir treffen, stellt gleichermaßen eine Chance und eine Bedrohung dar. Wir müssen auf der Hut sein. Diese besonderen Xenos verfügen über Technologien, die mit unseren verglichen werden können. Vermutlich haben wir etwa gleichzeitig das Raumfahrtzeitalter erreicht. Okay, gut. Mal gucken, wo die sich befinden hier. Sehen wir nicht. Okay. Wo haben wir denn das mit Tok? Gamma-Aliens. Die sind auch neu, oder? So. Und wir brauchen Kontakte. Schicken mal jemanden mit Beziehungen verbessern hin. So, die sind argwöhnisch. Spionagenetz aufbauen. Müssen wir dann nachher machen, wenn wir mit den anderen. Oh, wow. Sehr gut. Obwohl Hotram 6 völlig verlassen scheint und wir kein Leben ausmachen konnten, haben unsere Scanner ein verschlüsseltes Signal erfasst, das von der Oberfläche ausgeht. Das können wir mal eben erforschen, das dauert nicht so lang. Ein Loch im Boden in 6000 Kilometer Tiefe. Schließlich erreichen wir den Grund des Schachts und machen eine erstaunliche Entdeckung. Durch den Absturz in Mitleidenschaft gezogen und während des atmosphärischen Wiedereintritts nur halb geschmolzen, ist es dennoch unbestreitbar ein Raumschiff mit fortschrittlichem außerirdischem Design. Obwohl es nach einem katastrophalen Abstieg unter Tausenden von Tonnen Trümmern begraben wurde, ist es bemerkenswert intakt. Das Schiff wurde mit dem Bug nach unten gefunden, was die Vermutung nahelegt, dass es mit extrem hoher Geschwindigkeit direkt auf den Planeten Eye aufgeschlagen ist. Wir werden wahrscheinlich nie wissen, warum. Wie das Schiff trotz alledem die strukturelle Integrität bewahren konnte, ist umstritten, aber die verbreitetste Theorie besagt, dass es von einem fortschrittlichen Energiefeld umhüllt war, das weit über unsere modernste Technologien herausgeht. Von einem brennenden Licht umgeben, schoss das Schiff durch die Erdkruste des Planeten wie ein überhitztes Geschoss, bis es schließlich in der Dunkelheit zum Stillstand kam. Fortschrittliche Schilde. Okay, können wir erforschen. Sehr gut. Naja, das hilft uns jetzt nicht unbedingt so besonders viel weiter, was die Besiedlung fremder Planeten angeht. Aber dafür werden wir das hier mal alles, die ganzen Spezialprojekte, nacheinander abgrasen, die in unserem Gebiet sind. Vielleicht ist da ja was dabei. So, wir haben 400. Können wir hier jetzt was bauen? Ja, wir können hier den Stadtdistrikt. So. Okay, fehlen noch ein paar, aber macht nichts. Zack, so. Umsiedeln, okay, wir brauchen von der Erde. Gucken wir erstmal, was haben wir hier für Jobs jetzt gerade noch übrig? Drei. Oh, das ist die Erde. Okay. auf Terra Nova ein Farmer-Job können wir hier noch. Dann nehmen wir einen Farmer. Schicken wir nach Terra Nova. Zack. So. Und was haben wir hier? Noch gar keinen Job. Wie viel haben wir insgesamt? 29. Hier sind immerhin schon 12. Das ist schon gar nicht schlecht, aber auch nicht wirklich gut, wenn man bedenkt, dass
der Planet bald explodiert. Oh, verlorene Lebensmühe. Nachdem das Signal in Schüssel war, stellte Mercedes Ruiz mit Erstaunen fest, dass es in einer archaischen Form einer der Hauptsprachen der Menschen ausgestrahlt wurde, Englisch. Die Verwendung der archetypischen Meistererzählung und der unfassbar kraftvollen poetischen Sprache lässt darauf schließen, dass das Signal eines der verlorenen Werke von Zigao rezitiert, einem berühmten Dramatiker der Menschen, der vor etwa 600 Jahren lebte. Es scheint, dass die Übertragungsvorrichtung, ein einfaches Sendegerät, das durch einen kleinen Unterstand geschützt ist, das einzige nicht natürliche Gebilde auf der Oberfläche ist. Es gibt keinen Hinweis darauf, wer es dort hinterlassen hat oder warum. Doch wenn man von der Abnutzung ausgeht, muss es schon kurz nach der ersten Niederschrift des Stückes gewesen sein, lange bevor die Menschen das Geheimnis der Raumfahrt entdeckten. Wir können nur vermuten, dass es von anderen Besuchern auf Erde hinterlassen wurde, die das Stück genossen und beschlossen hatten, unserer Spezies auf diese seltsame und unerwartete Weise Tribut zu zollen. Ein weiterer Beweis für die Überlegenheit der Menschen, wunderbar, verbreitet die Aufnahme im ganzen Land. So, jetzt galaktische Ambition ist super. Und jetzt können wir unseren ersten Aufstiegsvorteil nehmen. Was nehmen wir denn da? Wir nehmen den technologischen Aufstieg. Oh, bei uns gibt es laufende Diskussionen darüber, wer der neue Generaldirektor werden wird. Die Entscheidung darüber wird am 4.1. Okay. Erforschen, okay. Technologischer Aufstieg, ja. Außerirdisches Raumschiff, ein stark beschädigtes Militärschiff mit ausgefeilten Alien-Insignienabzeichen aus Procyon B. Das Schiff hat einen schweren Brand erlitten, der seine Hülle geschmolzen und keine Überlebenden an Bord hinterlassen hat. Keine der heute bekannten Waffen kann Temperaturen erzeugen, die hoch genug sind, um einen solchen Effekt zu verursachen. Vielleicht werfen die Protokolle des Schiffs, ja genau, untersucht das Logbuch, wie und das, Herrscher gewählt. Andrew Buxton ist unser neuer Herrscher. Wollen wir mal gucken. Das ist Andrew Buxton, okay. Mann, was ist hier los? Abgeschleppter Asteroid, aus irgendeinem Grund hat jemand einen Asteroiden in eine stabile Umlaufbahn auf Hauptraum 3 geschleppt. Auf der Oberfläche befinden sich immer noch gewaltige Triebwerke und Bremsschubdüsen. Mhm. Ja, okay, stopp. So, wollen wir mal gucken, was fehlt uns hier? Uns fehlen lebender Weltraumschrott. Was? Unser diplomatischer Gesandter Francisco Saldana arbeitet noch immer an der Bestätigung der Hypothese, dass es sich bei der Unregelmäßigkeit, die wir als Gamma-Aliens bezeichnet hatten, in Wahrheit um einen lebenden Organismus handelt. Zwar scheint er aus einem Haufen zufälligen Sternenstaubs zu bestehen, doch er ist nachweislich in der Lage, sich selbst durch die Leere zu bewegen und er zeigt grundlegende Anzeichen einer unabhängigen Handlungsfähigkeit. Unsere Forscher sind ratlos angesichts des Phänomens und arbeiten hart daran, unsere Messwerte zu verifizieren. Okay. So, also wir brauchen mehr hiervon und dann müssen wir vielleicht hiervon was verkaufen, damit wir uns das weiter leisten können. Oh Mann. So, haben wir hier zwei Jobs. Okay. So, und zwar ein Farmer und einen Büroangestellten. Okay, Erde, Farmer. Büroangestellter, zack. So, hier sind wieder null, sehr gut. Aber hier sind noch Distrikte, die gebaut werden, auch gut. Und hier haben wir leider noch nichts fertig. Okay. Also, Energie ist schon mal gut, Nahrung fehlt uns jetzt und Konsumgüter fehlen uns dringlich. Können wir nicht hier Politik? Die Oberfläche dieser Welt ist stark vernarbt. Muster sehen wie Handschrift aus, okay.
A, ehemalige Baol-Kolonie, das Brachland. Trotz des Versprechens von Reichtum, der in den alten Datenkristallen der Gruno beschrieben wurde, die auf Sirius gefunden wurden, stellte sich Alpha Centauri II als eine trockene, unfruchtbare Welt ohne Atmosphäre heraus. Glücklicherweise haben geologische Untersuchungen gezeigt, dass eine nahezu endlose Ansammlung versteinerter Überreste tief im Sediment des Planeten vergraben liegen. Unter ihnen konnte eine plantoide Spezies ausgemacht werden, bei der es sich höchstwahrscheinlich um die Baol handelt. Da dies die einzige ist, die im Besitz der neurologischen Strukturen sind, die für fühlende Wesen notwendig sind. Eine gezielte Ausgrabung sollte weitere Informationen enthüllen. Okay. Erforschen. Stopp. So. Nanomechanik. Okay. Was können wir jetzt? Mehr Mineralien können wir immer gebrauchen. Ach ja, wir wollten zu den Richtlinien und wir wollten zu der Wirtschaftspolitik. Und wir machen zivile Wirtschaft, weil wir kriegen momentan ein Plus an Legierung und ein Minus an Konsumgütern. Und das kehren wir mal um eben. Ja, siehst du. Jetzt ist nur noch Essen ein bisschen knapp. Oh wow. Alienschrift. Jemand hat vor ungefähr 5000 Jahren aus dem Orbit mit einem Bergbaulaser einen ausgedehnten Text in die Oberfläche von Hotram 7 gebrannt. Die gewaltige Schrift bedeckt einen Großteil der oberen Hemisphäre des Planeten. Es scheint eine Kurzgeschichte zu sein, die von dem harten Leben eines Aliensöldners handelt. Fasziniert. So, stopp. Die Untersuchung eines eigenartigen Haufens aus Trümmern und Weltraumstaub, der bisher als Gamma-Aliens bezeichnet wurde, hat zu überraschenden Ergebnissen geführt. Es handelt sich um eine partikuläre Wolke, in der eine mächtige Ladung unbekannten Ursprungs eingeschlossen ist. Sie sollte nicht in der Lage sein, einfache Reflexe zu zeigen, ganz zu schweigen von zielgerichteten Bewegungen. Und doch tut sie es. Die verschwommene Videoübertragung hat zweifellos etwas Bedrohliches. Vielleicht gibt es Dinge im Weltraum, im Universum, um die wir besser einen Bogen machen sollten. Lass sie uns beobachten, sie aber sonst in Ruhe lassen. Ja. Blub die blub. Okay, jetzt haben wir die schon mal erforscht. Das heißt, wir können hier den freien Francisco Saldana hinschicken, um ein Spionagenetzwerk aufzubauen bei unseren Nachbarn. Wir haben unseren ersten Geheimbericht von Spionageoffizier Francisco Saldana aus unserem Spionagenetzwerk in McDuck Serene Mandate erhalten. Dies markiert die vollständige Etablierung unseres ersten Spionagenetzwerks auf Xeno-Territorium. Von diesem Tag an werden auch Sie die Vorteile der erprobten menschlichen Informationskontrolle kennenlernen. Wunderbar. So. Hier haben wir einen Job jetzt übrig. Okay. Generator-Distrikt. 2. Okay, warten wir mal, bis der Generator-Distrikt fertig ist. Dann schieben wir da auch Leute hin. Dann machen wir das jetzt schon. Okay. Umsiedeln nach Thalassa. Generator. Wo sind die Techniker? Sind das, ne? Zap. Okay. Das ist nicht die... So hatte ich mir das nicht vorgestellt hier. So, na gut. Ein Büroangestellter fehlt. Oh mein Gott, gebrochene Verbindung. Die Crew der RF Einstein hat einige überraschende Entdeckungen in Barnard Star 2 gemacht. Die verlassenen primitiven Siedlungen, die auch bereits aus dem Orbit gesehen wurden, wurden einst von einer Reptiliengesellschaft bewohnt, die noch immer den Planeten bevölkert. Seither haben sie allerdings alle die Eigenschaften eines fühlenden Wesens verloren. Bei der Untersuchung, wie diese Kreaturen von einer Agrargesellschaft, die ihre eigenen Werkzeuge produziert, zu reinen Bestien übergingen, hat Anushka Kumar einen unerwarteten Fund gemacht.
Die bestatteten Überreste der in der Siedlung lebenden Reptilien erhalten ein Organ, das bei heutigen Arten dieser Spezies nicht zu finden ist. Tests haben gezeigt, dass diese Organe von einer völlig anderen Spezies sind, eine Art Neuralsymbiont, der über externe Anhaftung an der Wirbelsäule mit dem Hirnstamm des Wirts verbunden ist. Diese Symbionten können noch immer in den heißen Quellen der Planetenoberfläche gefunden werden. Es scheint, dass die Verbindung zwischen den beiden Arten erst dazu geführt hat, dass sich die Reptilien zu fühlenden Wesen entwickelt haben. Was diese Symbiose dann später unterbrochen hat, bleibt jedoch unbekannt. Anushka Kumar bittet um Erlaubnis, diese bemerkenswerten neuralen Symbionten näher zu untersuchen. Ja, klar, warum nicht? Okay. So, erforschen, ja. Stopp, stopp, stopp. Genau, wir wollten Büroangestellten umsiedeln hier. Büroangestellte, wo bist du? Hier. Zack. So. Landwirtschaftsdistrikt, okay. Ja, die sind auch wichtig. Da bauen wir gleich noch ein paar mehr. Dann machen wir hier aus der Wasserwelt Landwirtschaftsgedöns. Sind hier 12 Jobs. Was ist denn hier? Wir könnten hier 5 zu viele haben wir hier. Das heißt, wir können hier 2 abreißen. Kostet uns dann weniger Geld. Erstkontakt in Screeching Abyss. Wir haben im Screeching Abyss System Erstkontakt mit einer mysteriösen fremden Spezies hergestellt. Vorerst haben wir ihr den Codenamen Delta Aliens gegeben, ein bisschen mehr über sie herausfinden konnten. Falls sie eine Sprache besitzen, müssen wir diese erst entschlüsseln, um mit ihnen Erstkontakt aufnehmen zu können. Interessant. Haben wir etwas gefunden, von dem wir glauben, dass es sich um ein uraltes Sterntor... Aha, wir haben ein uraltes Sterntor und Leute gefunden hier. Mal gucken, wie das da aussieht. Das ist ein Sterntor, ja. Und wo sind die Aliens? Ich sehe hier keine Aliens. Wahrscheinlich schon wieder abgehauen, naja. Guild. Kosmischer Diamant. Von der Oberfläche her scheint Gardner ein gewöhnlicher weißer Zwerg zu sein. Der Stern verbirgt allerdings ein faszinierendes Geheimnis. Durch die Untersuchung der Schwingungen von Gardner konnte die Crew der RF Asimov herausfinden, dass seine Zusammensetzung fast vollständig aus kristallisiertem Kohlenstoff besteht. Dieses astronomische Kristallgitter scheint sich gebildet zu haben, als der Stern abgekühlt ist und sein ursprünglich aus Gasschmelze bestehender Kern im Laufe der Zeit nach außen wuchs. Gardner ist ein Diamant mit kosmologischen Proportionen, der hinter einem weißen Schleier aus Sauerstoff und Helium vor sich hin glitzert. Faszinierend. So. Oh, hier haben wir 3 Jobs frei. Ist das nicht großartig? Und zwar ein Bergarbeiter und 2 Landwirte. 2 Landwirte. Und ein Bergarbeiter. Haben wir hier gar keine Bergarbeiter? Dann nehmen wir den halt. Der soll dann halt Bergarbeiter werden. Zack. So. Forschungsgeschwindigkeit. Okay. Sollen wir die fortschrittlichen Schilde oder hier das mit dem... Eieiei. Also die brauchen wir. Das heißt, wir können die mal verkaufen. Verkaufen, zack. 10 verkaufen und dann hoffen, dass das, was übrig bleibt, dann reicht. Okay. Elf Jobs, Büro, Techniker und können hier noch eins abreißen und hier auch noch eins abreißen. Bewohnbarkeit nur noch 40%, eieiei.
Und hier planetare Außenposten. Da hat sich der Arbeitslose hier auch erledigt, glaube ich. Ein Roboter ist fertig, okay. Warte mal, können wir den Roboter nicht auf die Erde schicken? Für die Archive aufzeichnen. Es fehlen 48, okay. So, das ist nicht schlecht. Ein Landwirt und ein Bergarbeiter umsiedeln. Ein Landwirt und ein Bergarbeiter essen einen Käse. So. Landwirt. Wir brauchen noch einen Techniker hier, zack. So. Warum ist der Arbeits... Ach, das ist ein Spezialist. Darum ist der arbeitslos. Natürliches Wurmloch im Difter-System. Okay, wenn es doch nur stabilisiert werden könnte. Okay. 5 Wohnungen, okay, einen können wir noch abreißen, okay, vorerst sein lassen. Und das hier reißen wir auch ab, zack. So, super. Machen wir hier mal, zack, so. So, und hier bauen wir auch ein Robo-Dings hin. Und hier bauen wir dafür das Ding hin für die Nahrung. So, genau. Hier kannst du mal Bergbau machen. Und du da hinten. Oh, siehst du, da muss ich mich langsam mal beeilen, dass ich hier hinkomme. Sonst kommen die da an und das Mandat und klauen mir die Enklave weg. Das erforschen wir. Siehst du, dauert nicht mehr lange. So, bye. Okay, wir müssen wieder. Was haben wir erfunden? Mehr Energie, das ist nicht schlecht. Finden wir mal den blauen Laser. So, und ihr braucht, was war das noch? Zwei, ein Techniker und ein Büroangestellter. Okay. Techniker, zack, und Büroangestellter haben wir nicht. Also noch ein Techniker, zack. Und hier haben wir einen Job übrig. Ah, jetzt nicht mehr. Na gut. Ja, wow, das ist gar nicht schlecht hier, siehst du mal. Jetzt sind wir überall im Plus, aber auch nur, weil wir Alloys verkaufen jede Runde. Ha! Okay, wir haben ja heute einiges geschafft. Das meiste in der ersten Hälfte dieser Episode, nämlich das. Die ganzen archäologischen Ausgrabungen und mit Aliens haben wir Kontakt aufgenommen. Wir haben jetzt hier diese Isolationisten, die uns aber irgendwie nicht sehr
negativ gegenüberstehen, was gut ist, und die sind Pazifisten. Das heißt, wenn wir die nicht ärgern, lassen die uns wahrscheinlich in Ruhe. Dafür ist der Planet langsam sehr unbewohnbar, aber wir haben jetzt hier schon einen größeren Planet als unseren Planet, von dem wir herkommen. Also ist das jetzt quasi, Terra Nova ist jetzt schon unser meistbesiedelter Planet. Vielleicht kriegen wir die Erde noch frei. Hier haben wir ja auch noch ein bisschen Platz. Können noch 4 Leute wohnen und hier kann noch eine Person wohnen. Das heißt, wir brauchen hier auch neuen Stadtdistrikt und hier naja, machen wir beim nächsten Mal. Ja, dann, wenn euch die Episode gefallen hat, dann drückt bitte den Like-Button, wenn ihr mögt. Oder schreibt einen Kommentar oder sonst irgendwas. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn die Erde in einem noch schlechteren Zustand ist. Okay, bis dann. Ciao. Wo ist der Button?